Damen und Herren, liebe Würzinger, wir haben ja in unserer Stadt eine besondere Bürgerkultur und ich denke, auf diesem Nährboden ist auch diese Veranstaltung entstanden. Sie wissen, dass wir vor Jahren von unserer Bürgerorientierung ausgezeichnet wurden. Die meisten haben den Begriff falsch verstanden. Er hat nie geheißen, was tut die Stadt alles für die Bürger. Sollte sie auch tun, zugegeben. Aber in Wirklichkeit ging es darum, was tun die Bürger. Bürgerorientierung für die Stadt. Und ich denke, das ist im Grunde der Gedanke, der auch bei den Befürwortern von Stuttgart 21 eine Rolle spielt. Ich könnte es nun, liebe Zuhörer, einfach machen und sagen, meine Vorredner haben recht. Ich stimme dem so zu und ich empfehle Ihnen das auch so zu. Sie will aber noch ein bisschen vermitteln, wie schwer für mich persönlich dieser Entscheidungsprozess war. Und ich begleite ihn jetzt in verschiedenen Funktionen, damals als OB, dann als Kreisrat und als Regionalrat seit weit über 10 Jahren mit größter Aufmerksamkeit. Und mir ist es eigentlich wichtig, jetzt nicht all das zu wiederholen, was die technisch versierten Vorredner gesagt haben, sondern verständlich zu machen, dass es eben nicht darum geht, eine Haruk- oder Basta-Entscheidung zu treffen, sondern dass man um eine solche Entscheidung ringen muss. Und ich versuche dazu mal ein paar Gedanken zu machen. Die Lebenserfahrung zeigt, dass viele Menschen die Zukunft erst dann schätzen, wenn sie Gegenwart oder gar Vergangenheit geworden ist. Und das Projekt, über das wir heute reden, ist dafür ein ganz klassisches Beispiel. Es ist wirklich, und das sehen ja auch Sie mit den Fragen, die wir gehört haben, es ist ungemein schwierig, ein derart komplexes Projekt und seinen volkswirtschaftlichen und auch seinen verkehrlichen Wert zu vermitteln. Denn, wie bei vielen großen Entscheidungen, ist es das Problem, dass wir heute das vermitteln müssen, verständlich machen, was es in 10 Jahren, in 15, in 20 Jahren für folgende Generationen wird. Und wir müssen aufpassen, dass wenn wir solche Dinge diskutieren und entscheiden, dass wir nicht an unseren eigenen Befindlichkeiten uns orientieren. Dass wir dran denken, dass wir Verantwortung tragen für die Zukunft und dass wir unsere Überlegung nach darauf ausrichten müssen, was tun wir für Generationen nach uns. Nun ist es einfach zu sagen, ich lehne dieses oder jenes Projekt ab. Wenn ich nicht in der politischen Verantwortung stehe, wenn ich nicht unternehmerisch tätig bin, kann ich ohne Risiko eine solche Haltung eingehen. Aber es erfordert schon sehr viel mehr Mut, wenn ein solcher öffentlicher Druck entsteht wie gegenwärtig, dazu zu stehen und eine, und ich behaupte zumindest teilweise, gegenüber einer organisierten öffentlichen Meinung zu stehen. Und genau das zu tun, oder nicht zu tun, richtigerweise, was man der Politik häufig vorwirft, nämlich auf Wählerstimmen zu schieben. Nun stehe ich sicherlich nicht in Verdacht, Politik machen zu wollen. Ich bin aus voller Überzeugung parteilos, unabhängig, freier Wähler. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir auch Respekt haben vor politischen Entscheidungen. Ich will es durchaus dahingestellt lassen, wie viele und welche Fehler im Vorfeld gemacht wurden. Ganz sicher gibt es da ein großes Informationsdefizit. Und es ist bestimmt nicht gelungen, alle wesentlichen Projektziele so plastisch, wie wir es eben gehört haben, zu vermitteln. Aber, sind wir mal ehrlich, wie war denn das mit der Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld? Ich erinnere mich sehr gut, wie man da auf die Politik geschaut hat. Ja, bringt das denn jetzt endlich zustande? Man hat es fast zur Bewährungsprobe gemacht von Ministerpräsident Oettinger. Ja, wie oft musste der gute Ministerpräsident noch nach Berlin fahren, um endlich einmal diese Unterschrift beizubringen? Man hat ihm ja schon fast nicht mehr geglaubt. Und dieses hat die Presse mit einem kleinen Stück Häme, die Medien, wohlgemerkt, immer wieder als Druck auf die Politik ausgeübt. Es war ein Kampf um die Chancen Baden-Württembergs in einem solchen Großprojekt. Und dieser über 10 Jahre dauernde Kampf ist am Ende erfolgreich
beendet worden. Und ich glaube, dass dadurch fast aus den Augen verloren wurde, dass man den Menschen diesen Prozess hätte besser vermitteln müssen. Aber die gleichen Medien, die damals den Druck auf die Politik ausgeübt haben, üben heute auch wieder aus. Aber vielleicht nicht immer. Und ich sage noch etwas, und das sage ich aus langjähriger Erfahrung mit dem Thema Bürgerbeteiligung und Bürgerkultur in Nürtingen. Das war nicht immer so ganz einfach. Nehmen Sie mal ab. Ich habe dieses auch erleben müssen und dürfen, was Bürger einem entgegensetzen, und ich habe dabei viel gelernt, gebe ich offen zu, und ich würde heute im Nachhinein manches auch anders machen, gebe ich gerne zu, auch die Zeiten sind anders geworden. Aber zu einer Beteiligungskultur gehören immer zwei Seiten. Die Bringschuld dessen, der ein Projekt verwickeln möchte, aber auch die Hohlschuld dessen, der mitdiskutiert, mitmachen will. Mitdenken und mitreden wollen und nicht nur plakativ irgendwas aufnehmen, was ihm mundgerecht vorgesetzt wird. Jetzt, ich will manches sehr stark verkürzen, ich kann mich hier in hohem Maße auf Herrn Christiani berufen, aber schauen Sie mal, wir bringen doch nichts mehr zustande in unserem Straßennetz. Tagtäglich, und ich habe es heute wieder erlebt, tagtäglich stehen wir im Stau. B10, B27, B313, A8, überall Stau, wo wir kriegen den Nordostring nicht her, der ein wichtiger Schritt wäre zur Verkehrsentlastung. All das wird blockiert aus den verschiedensten auch nachvollziehbaren Gründen. Wir wollen den Flughafen nicht ausbauen, was hier richtig ist. Gleichzeitig sollen aber die Kurzstreckenflüge wegfallen. Ja, wohin soll denn der Verkehr? Wir hören doch laufend mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene, Kurzstreckenflüge weg, und die gleichen, die das fordern, das ist jetzt offen. Ja, wo liegt denn da die Logik? Wer fordert denn CO2-Minderung? Alle umweltbewussten Menschen fordern dies. Und egal, ob die Zahlen jetzt auf die Kommastelle genau stimmen, aber es sind hunderte von Millionen Autokilometer, die ein Stuttgart 21 langfristig abziehen wird auf die Schienen. Das bringt 150.000, 170.000 Tonnen CO2-Minderung pro Jahr. Das erreichen Sie mit keiner anderen Maßnahme. Was soll denn, sind wir mal ehrlich, die Umweltzone in Stuttgart? Das ist, ich sage es mal, Puderzucker auf dem Kuchen. Aber ein wirklich griffiges Projekt, das landesweit genau diese Probleme anpackt, ist Stuttgart 21. Wer, wenn nicht wir in der Region Stuttgart, im harten Wettbewerb der nationalen und internationalen Regionen, sind angewiesen auf optimale Verkehrsanbindungen. Schauen Sie doch mal in die Historie. Wo haben sich Gemeinden und Städte entwickelt? An den Verkehrsachsen, an den Schienen. Und im internationalen Maßstab sind wir im Augenblick weit hinter dran. Im Straßennetz und im Schienennetz. Und jetzt tun wir den Schritt nach vorne, die wir wirklich mit dieser Einbindung in die Magistrale Paris-Bratislava genau das tun, was andere uns längst voraus sind, und jetzt machen wir uns das Leben dazu so schlecht. Wo gibt es in der Bundesrepublik noch ganz selten so ein Beispiel, wo alle Verkehrsträger, die ganze Infrastruktur, Luftverkehr, Schiene, Straße an einer Stelle so optimal, wie Sie es beschrieben haben, verknüpft werden. Und jetzt, wenn wir als Lokalpatrioten einmal reden, 250.000 Menschen in unserem Landkreis werden unmittelbar zusammen mit der neuen Messe und 100.000 Arbeitsplätzen an das internationale Hochgeschwindigkeitsnetz angeboten. Eine einmalige Chance. Und Sie haben es plastisch gemacht. Wir Nürziger müssten jeden Tag mit der Fackel dorthin marschieren, das ist ein Quantensprung, was wir bekommen. Ohne, praktisch ohne Kosten. Denn wir müssten auch für Stuttgart 21 zahlen, wenn es nicht die kleine windige Kurve geben würde. Wenn wir nicht eine enorme Verbesserung unserer Standortqualität bekämen, in 8 Minuten am Flughafen, an der Messe,
die Einbindung in die Hochgeschwindigkeitsstrecke. Und das, jetzt nehme ich das Geld, das uns dafür abverlangt wird, für 1,2 Millionen. Fragen Sie mal meinen Ostfildener Kollegen Bohlein, der nicht den Mut hatte, für Stuttgart 21 hinzustehen. Wie viel er für sein Stadtbändchen ausgegeben hat? 50 Millionen! 50 Millionen! Und die Hälfte hat er Landkreis bezahlt. Und wir werden mit 1,2 Millionen belastet und haben dafür einen solchen enormen Gegenwert. Das kann man überhaupt nicht hoch genug geben.